Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Battlefield 5, die Kampagne, der letzte Tiger. 1945, Rheinland. Endlich kann man es spielen, kam irgendwie einen Tag später raus, aber ja. Der letzte Tiger, 1945, befehlige ein Tiger 1 in einem letzten Gefecht gegen US-Truppen bei ihrem Vorstoß zum Rhein. Bestreite vom Kommandositz eines der gefürchtetsten Fahrzeuge des Kriegs aus eine hoffnungslose Verteidigungsschlacht. Im Beende der letzte Tiger, Briefe, ja, Briefe habe ich irgendwie noch nie drauf geachtet, Herausforderungen habe ich auch nie drauf geachtet, wir spielen einfach. Ich nehme mal wieder schwer. So, Rhein, Ruhrgebiet, Deutschland. Frühjahr 1945. Die 12. US-Armee unter General Bradley rückt auf Deutschlands Grenzen vor. Es ist die größte US-Streitmacht, die je ins Feld gezogen ist. 17.000 Panzer, 28 Luftfahrzeuge und 4,5 Millionen Soldaten. Ganz schön viel. Der Tigerpanzer ist eine legendäre Kampfmaschine. Die Geschütze der Artillerie kratzten seine dicke Stahlhaut kaum an. Nur wenige Feinde überlebten den Biss des Tigers, einer 88mm Kanone, die die meisten alliierten Panzer mit einem Streifschuss zerstört. Der Text ist mir doch ein Tuck zu schnell. Na? Ach, diese Ladezeiten, die sind nicht besser geworden. 15 GB Update und es wird nicht besser. Na? Battlefield. Ich warte. Palim, palim. Ja, toll. Oh. Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Aber du warst dort. Mein Name ist Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. So, Panzerschlachten. Nachdem ich schon die Map nicht spielen konnte, die neue mit den Panzern, die kam irgendwie nicht, keine Ahnung. Endlich Panzer. Nachschub kriegen und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können sich es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunender und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrau auf unsere Stärke. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf uns. Halt! Oh, oh, oh. Kerz, los geht's!
einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite. Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1 an Oberkommando gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Aus dem Weg, der Tiger kommt. Cat, nach rechts. Wir müssen sie blankieren. So, ich würde eigentlich schon Kommandant. Losschießen. Sie scheinen sich schnell zu nehmen, oh. Kommandant. Sie beide halten die Augen offen. Damit uns das nicht auch passiert. Geschick bereit! Kann ich die Ansicht nicht ändern? So unschön. Ah, ich kann aber zoomen. Okay, das ist wichtig. Bleibt liegen! Kämpfen wir Amerikaner. Aha! Nimm das! Such sie, ja! Okay, kämpfen nicht wie Amerikaner, kämpfen eher wie ein Haufen dummer Typen, die einfach aufs Feld laufen und sterben. Also, wenn da ein Tiger ist, der mit einem MG irgendwo rumballert, da laufe ich nicht raus. Aber naja. Kommen endlich Leute raus? Sind die mit Schuke? Rücke zum Schimmick-Zugdepot vor. Kommt deswegen unendlich Leute, weil ich da vorfahren muss oder was? Das sind unsere Soldaten. Geben wir den Feuerschuss. Sie wissen, was Sie zu tun haben, Kerz. Ja, ich mach schon. Sturmsoldaten sind nicht gut. Hier haben Panzerfäuste. Müssen sterben. Ach, die Deckung geht mir da echt tierisch gerade auf den Sack. Kriegen wir Deckung nicht kaputt? Ist mir auch auf den Sack. Hm. Feindliche Infanterie vor Ort! MG-Feuer eröffnen! Feind neutralisiert! Gute Arbeit! Können wir uns reparieren? Nee, ne? Doch, geht auch schon. Mit X. Ich denke, wir sind startklar! Da kommt was. Die fallen aber komisch. Da ist eine Pack oder sowas. Oder mehrere. Station voraus! Alle Mann bereithalten! Gut, sind die noch? Nein. Ich sehe die andere nicht. Da irgendwo ist noch eine, verdammte Axt. Alter, was ist denn jetzt los? Ah, ich fahr mal vor. Anton 1 an Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, gegen einen Tiger haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Sie haben es gehört, Kerz. Vorrücken. Jawohl, Kommandant. Boah, von links. Naja, wir fahren weiter.
Na, wo sind sie? Wo sind sie? Richte dein Bug deines Panzers direkt auf den Gegner aus, um die Chance zu minimieren, Schaden zu machen. Ach, das ist doch kein Panzer, das ist eine Krankheit. Sie sind getroffen, fahren aber noch! Der macht keinen Lutz mehr! Den Sherman habe ich gern gespielt bei World of Warships. Ich weiß gerade nicht, wie die englische Variante heißt. Das ist... Weil die Engländer haben sich während des Zweiten Weltkriegs oder schon davor nämlich die Shermans Amis abgekauft. Ah, sieht gut aus. Feuerwerk. Munitionslager getroffen. Gut. Ah, da ist wieder eine Pack irgendwo. Ich sehe nichts. Mach den Dreck da weg. Reparieren. Wie kommen Sie voran, Kerz? Ich hab gleich! Vorrücken und Verteidigung zerstören! Oh. Nehmt das, Feinde, was immer ihr seid. Oh, wir haben keine Hakenkreuze. Nicht, dass ich die vermissen würde, aber... Wir haben wohl schon Tiger gesehen, unsere. Ne? Ja, habe ich schon gesehen. Also auch EA hat sich nicht getraut, das durchzukämpfen. Vor Gericht mit den Hakenkreuzen. Naja. Okay. Boah. Upsala. War ich nicht, Entschuldigung. Da ist die Artillerie. Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant. Ja, wir kommen schon. Ich werde meine Mutter stolz machen. Mach deine Mutter stolz, Junge. Ach, der lebt ja immer noch. Da ist auch ein Panzer, verdammt. Katze, falscher Augenblick. Lebt er noch? Scheiße. Okay, wir müssen zurück. Aber sowas von. Eieieiei. Ja, ich da. Kann ich zurück oder was? Sonst könnte der nächste Treffer der letzte sein. Darum wollte ich ja zurück reparieren. Kann ich reparieren. Unsere Lenkung fällt gleich aus. Jetzt darf ich wieder reparieren. Unsere Lenkung fällt gleich aus. Oh, hier bin ich auf dem Präsentierteller. Ist sowas von scheiße. Fuck, ey. Tiger wurde zerstört, ja. Ah. Ich habe den rechts zu spät gesehen und links war auch noch irgendwas. Und die Infanterie ist natürlich auch stark, ne? Mit Panzerfaust. Hast keine Chance. So, wir rücken diesmal nicht so schnell vor. Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant! Ja, das ist schwäche. Wo ist er? Das Ding ist erledigt!
bisschen tief, noch ein Druck hoch. Sie dürfen nicht zurückschießen. Da hinten müsste auch noch einer sein, oder? Nächste Pack. Alter. Scheiß Panzerfaust. Dreckiger Soldat. Ich will mal ein bisschen irgendwie seitlich fahren da. So, mal kurz reparieren. Beeilung, Kat. Komm schon, der Tag reißt sich zusammen. Artilleriestellung zerstört. Das war die letzte Artilleriestellung. Volltreffer! Anton 1, feindliche Panzerdivision versucht, den Platz zu stellen. Sofort angreifen und abwehren! Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauze, Hartmann! Das war eine Falle? Fahren Sie von Deckung zu Deckung. Schröder, Hartmann, ich will, dass jeder Schuss sitzt. Wo sind die denn? Okay, da wo der Nebel was ist. Was in aller Welt ist das? Warte keine mal. Keine Ahnung, irgendein Raketenpanzer? Ah doch, da vor uns. Wow, wow, wow. Einer ist der mehrere. Hier. Ah, es ist ätzend. Also wir hätten weiter geradeaus fahren müssen und sich mit den Leuten auf der linken Seite. Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauze, Hartmann! Wir können sie nicht abhängen. Kurt, sehen Sie zu, dass wir immerhin alle Deckung haben. Schröder und Hartmann, sie feuern nur, wenn sie ein Ziel haben. Reparieren, warum geht das Reparieren nicht immer? Hallo, reparieren! Scheiße! Die Panzerung bricht! Passen Sie auf, wo Sie hinfahren! Die Lenkung hat was abgekriegt! Wir haben es geschafft! Das war der letzte. War nicht so leicht, wie ich dachte. Kommt trotzdem noch was. Das war verdammt knapp. An alle verbliebenen Panzereinheiten! Rücken Sie zum Sammelpunkt vor und attackieren Sie alle Feindeinheiten, denen Sie begegnen. Danach drängen Sie die feindlichen Truppen aus der Stadt zurück. Kurt. Ja, Kommandant. Ist schon fies, wenn die Panzer schon eine gute Position haben und du quasi in der Mitte bist, oder? Weiß ich nicht. Natürlich immer bescheiden. Zerstört.
Oh, kracht hier ein. War das nur so vorgefertigt oder kracht hier die andere Seite auch rein? Ah, die andere Seite ist irgendwie härter, ne? Nee, ja, kracht auch rein. Okay. Kommen wir jetzt rechts nicht lang oder was? Nee. Ah, das Tor, da passen wir durch, pass auf. Da passen wir durch. Langsam, Kerz. Nicht so dicht an die Mauern. Peter, Dixer. Wenn wir weiter machen, haben wir ein Problem. Wir müssen uns Deckung suchen. Das mit dem Nachladen, warum reparieren? Warum das mal klappt und mal nicht, das verstehe ich immer nicht. Oh, Abrissunternehmen, Heinrich hier. Gut, Kerz, legen Sie los. Ich hab's gleich. Oh, da ist ein Trinkhaus. Ich denke, wir sind startklar. Halt! Trinkhalle, ihr müsst auch mal gesoffen werden. Da haben wir ein Bierchen zwischen. Da ist hier Geiser. Der Geiser mit seiner Versicherung. Wo ist dann noch wer? Ich hoffe, dass man seinen Tiger später auch so mit Tarnnetz bestücken kann. Sieht ganz nett aus. Hätte ich gerne auch für meinen Tiger im Multiplayer-Modus. Das ist ein Hinterhalt. Schröder! Das Tier bewegt sich noch. Sie dürfen nicht zurückschießen! Scheiß Straßenbahn. Machuk vor, Tor, vor, 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 vor. Feuer! Ah, hat er mich drauf. Die sind verrückt! Die haben keine Chance gegen Tiger! Doch, von hinten? Will ich sagen, haben die auch eine Chance. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Ja, hier könnten überall Infanterie lauern mit irgendwie Panzerfäusten. Ich dachte, wir kämpfen schön in der Wüste. Die Russen haben ja auch im Kosovo-Krieg gelernt, dass es so Panzer einfach in der Stadt... War das Kosovo? Tschetschenien war das, glaube ich. Tschetschenien war das. Da haben sie mich auch einfach Panzer in die Stadt geschickt und haben sich gewundert, dass die Infanterie von oben, von den Häusern, wunderbar mit Panzerfäusten die Panzer knacken konnte. Bringen Sie uns zur Brücke. Weil oben am Turm war die Panzerung, obendrauf, war schwächer als von der Front oder Seite oder vom Heck. Alle draufgehen, seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben. Das sind einfach zu viele. Kämpft fürs Mutterland. Herr Gott, nochmal. Ruhe. Alle, halten Sie den Mund. Wir sind gleich an der Brücke. Machen wir einfach unsere Arbeit. Aber erstmal diese nervigen Panzerwächter. Aus die mal weg. So, nervige Infanterie. Falsche Munition gewählt. Volltreffer! Und weg. Für den Imperator! Oh ne, scheiße, falsches Spiel. Scheiße, mein Hauptgeschütz kaputt oder was? Wie kommen Sie voran, Kerz? Komm schon, Stefan, reiß dich zusammen! Ach so, falsche Waffe, Mist.
Luft mehr. Ich will die andere haben, Mensch. Und jetzt reparieren, bitte. Ah, es hört sich wieder nach Artillerie. Er kann wieder los. Wie viele Panzer haben die wohl? Ganz ruhig. Wir schaffen das. Sollen sie nur kommen. Da ist auch noch wirklich was. Schön hinten in die Seite rein. Der war auch nicht schlecht. Der nervt mich jetzt schon. Was ist das für einer? Haben wir auch. Und zurück, 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 zurück. Jetzt sind wir auf uns gestellt. Kerz, okay. Folgen Sie den Gleisen. Ja, fahren wir mit der Schuhschuhbahn. Tschu-tschu. Verfickte Infanterie. Nächster halt tot. Oh, der Panzer ist einfach mal so verschwunden. Fahren wir jetzt lang? Kommandant? Oh. Roter Rauch! Das ist Signal für Bomben oder was? Ah! Ich sag's auch noch. Klingt nicht gut. Hallo? Oh, ey, heute ist das echt nervig. Die Server sind ausgelastet und man braucht eine Stunde, um 15 GB runterzuladen. Oh. Also Multiplayer hat alles wunderbar vorhin funktioniert. Bloß das Update erstmal runterladen. Das war echt übel. Ja, tut mir leid, wenn wir jetzt gerade wieder Standbild haben. Oder Katze, bist du dagegen gekommen? Nee, ne? Ah. Ja. Ich nenne das einen Hauch von Standbild. Oh. Oh, jetzt geht's weiter. Oh, ist das übel, ey. Statusbericht. Wir werden uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Hm. Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, Herr Gott, nochmal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Nun Arschloch. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Alter, so ein Sack, ey. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach,
Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung. Bitte, Peter, ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Das gilt für jeden hier. Ich glaube, den Hartmann sehen wir nicht mehr wieder. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe. Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Kurz. Bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Wo willst du denn hin? Wir sind umzingelt. Okay, ein bisschen schlecht animiert. Fährt einfach drüber. So, ich entschuldige mich trotzdem für diese lange Laderei. Immer wenn irgendwie, es ist mir schon häufiger aufgefallen, wenn hier geladen wird, dann, also wenn er das Spiel im Hintergrund lädt und auch irgendwie ein Video zeigen will, dann verhaspelt er sich manchmal. Vielleicht habe ich nur das Problem. Wie gesagt, mein Rechner ist schon 1-2 Jahre alt. Ich würde hier erstmal einen Break machen und dann geht's nächstes Mal weiter. Vielleicht finden wir Hartmann nochmal. Also, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Kommentar oder ein Like dalassen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!